Hallo, ich bin Esther und vor mir liegt eine spannende Reise auf der MS Europa 2. Ich dachte, ich nehme euch diesmal einfach mit und zwar eine ganze Woche lang wie ein Reisetagebuch. Organisatorisch sieht es so aus, dass ich jetzt gleich mit dem Auto nach Frankfurt zum Flughafen fahre, von wo aus wir nach Heraklion fliegen. Danach folgt auch schon die Einschiffung. Vor uns liegen dann die Stationen Rhodos, Volos, Piräus und Santorin, bevor wir wieder nach Heraklion zurückfahren, von wo aus wir dann auch wieder nach Hause fliegen. Zum Glück habe ich auch zwei negative Tests in der Tasche, nämlich einen PCR-Test von vorgestern und einen Antigen-Schnelltest von gestern, sonst käme ich nämlich gar nicht aufs Schiff. Ich muss losfahren, wir sehen uns in Frankfurt wieder, ich freue mich wahnsinnig und ich wünsche euch viel Spaß. Wir sind mit fast 3 Stunden Verspätung überhaupt in Frankfurt abgeflogen wegen eines technischen Problems am Flugzeug. Jetzt endlich sind wir angekommen. Wir haben hier dann den Gruß aus der Küche. Jetzt lege ich hier schnell ab und wir gehen sofort zum Abendessen, weil es ist hier schon, ich glaube, 9:30 Uhr. Und noch ein kleiner Gruß aus der Küche. Guten Morgen. So, nach einer recht kurzen Nacht bin ich jetzt hier in meiner Suite. Ich habe hier die Schwimmweste schon liegen. Der Plan ist nämlich jetzt folgendermaßen. Um 9:45 Uhr haben wir das Künstlermeeting. Ich nehme sofort die Rettungsweste mit, denn von dort aus geht's gleich weiter zur Seenotrettungsübung. Und danach haben wir die Probe im Theater für heute Abend, denn es findet schon das erste Konzert heute Abend statt. So, die ersten Stationen haben wir jetzt schon mal hinter uns gebracht. Ich habe mich noch geirrt, wir haben nicht heute Morgen die Probe im Theater, die ist heute Nachmittag. Ich bin jetzt in der Belvedere, wo es nachmittags auch den Kaffee und den Kuchen gibt. Jetzt werde ich hier ein bisschen üben und mich warm machen und einstimmen auf unser erstes Konzert heute Abend. Wir essen relativ frühzeitig heute, damit nachher im Konzert alles noch mit großer Leichtigkeit vonstatten geht. Im Hafen waren wir Nachbarn, mein Schiff 5 und die Europa 2. Tschüss, Greta!
Künstlergarderobe. Gleich ist es 21.30 Uhr und das Konzert beginnt. Ja, genau. Jetzt kann es nicht mehr lange dauern, dann werden wir abgeholt. Vom Konzert selbst wird es wahrscheinlich keine Aufnahmen geben, aber ja. Bis später erstmal. Guten Morgen. Es war wieder eine relativ kurze Nacht nach dem Konzert gestern. Es war sehr, sehr schön und danach waren wir noch mit der Entertainment Managerin zusammen. Wir verlassen das erste Mal das Schiff und machen einen geführten Landgang nach Rhodos in die Altstadt. Jetzt gehen wir zum Frühstück, packen uns vielleicht auch irgendwas Kleines ein. Ich zeige euch noch die Aussicht heute von meinem Balkon aus. Ich nehme euch natürlich mit nach Rhodos und zeige euch meine Eindrücke. Schöner Tag heute auf Rhodos und gerade war ich auch in der Show und zwar war das GOP Varieté heute Abend zu Gast, Georgs Palast Hannover, eine Varieté-Show und wir haben die Show schon mal gesehen, letzten September auf der Europa, also ich saß die ganze Zeit da, hab die Luft angehalten. Gerade sind wir auch wieder ausgelaufen. Wir nehmen Kurs auf Volos. Morgen ist dann ein Seetag. Ich persönlich mag Seetage sehr, sehr gerne. Da kann man auch viele, viele schöne Sachen an Bord machen oder auch einfach mal entspannen. Ich werde den heutigen Tag dazu nutzen, jetzt zuallererst mal in der Belvedere ein bisschen zu üben. Danach mache ich ein paar organisatorische Dinge heute fertig. Unter anderem gibt es heute um 17 Uhr einen Stretching-Kurs, da gehe ich wahrscheinlich hin. Man sieht schon, ich habe jetzt heute gar nicht so explizit irgendwas Konkretes vor. Ich werde heute einfach ein bisschen entspannen. Ich bin jetzt oben auf Deck 9, wo auch der Pool ist. Habe hier mal nach dem Üben einen Ingwertee getrunken. Ich trinke hier immer sehr, sehr gern Tee mit frischem Ingwer. Ich bin normalerweise ja eher der Kaffeetrinker, aber also auf See ist der Körper irgendwie komplett anders. Da ist alles anders und zum Beispiel auf der letzten Reise konnte ich plötzlich, nach 20 Jahren eigentlich fast, keinen Kaffee mehr trinken. Ja, im Mittelmeer kann man eigentlich immer sehr ruhig normalerweise fahren. Also wir haben jetzt eine Wellenhöhe von gerade mal einem Meter, glaube ich, laut Kapitän. Also es ist sehr, sehr ruhig, sehr angenehm. Also da haben wir auch schon ganz, ganz andere Sachen erlebt. Windstärke 6 und auch an solchen Tagen gespielt. Also das sind natürlich immer Herausforderungen. Und das hier ist aber sehr, sehr schön und angenehm.
heute relativ spontan noch eine Zodiac-Fahrt hier auf internationalem Gewässer angeboten worden. Und die einzelnen Gruppen haben jetzt eben die Gelegenheit, hier mal noch eine kleine Spritztour zu machen. Ich trinke jetzt mal meinen Kaffee. Wir werden heute aber nicht an Land gehen, weil heute unser zweites Konzert hier an Bord stattfindet. Das machen wir eigentlich nie, dass wir vom Schiff runtergehen an Tagen, an denen wir spielen. Heute Nachmittag haben wir nochmal Lichtton-Generalprobe im Theater. Und um 21.30 Uhr ist dann unser zweites Konzert. Ich bin zurück in meiner Suite. Jetzt muss man auch Wallace schon auf Wiedersehen sagen, denn wir nehmen jetzt Kurs auf Piräus. Und jetzt laufen wir aus. Der Kapitän hat uns eine ruhige See vorausgesagt, was natürlich eine super Gegebenheit für unser Konzert später ist. Grüße von hinter der Bühne. In 10 Minuten geht's los. Zeit für Konzentration, Fokus. Wir sind gespannt, freuen uns und hoffen, dass wir einen weiteren schönen und unvergesslichen Abend hier im Theater auf der MS Europa 2 verbringen. Noch ein ganz kurzer Blick ins Theater. Das Konzert ist vorbei. Jetzt wird schon alles wieder desinfiziert und fertig gemacht. Es war schön, es war ein richtig schöner Abend und jetzt gehen wir noch kurz mit der Entertainment Managerin nach oben und genau den Key Royal habe ich nämlich noch nicht probiert. In diesem Sinne, wir gehen auf die Akropolis morgen. Wir müssen sehr früh aufstehen, das wird ein langer und spannender Ausflug. Guten Morgen, ich bin früh aufgestanden. Hier ist noch ein Kraftfrühstück, bevor es dann zur Akropolis Richtung Athen geht. Ich freue mich schon. So, wir sind angekommen. Wir klettern jetzt die über 200 Stufen hoch bei so circa 36 Grad. Also es wird anstrengend. Aber was wir jetzt sehen, das hat sich schon total gelohnt. Wirklich ein ganz toller Tag. So anstrengend, wie wir jetzt dachten, war es eigentlich gar nicht. Trotz dieser Temperatur immer noch sehr, sehr gut machbar. Und wir hatten auch viel Zeit, uns dort alles anzuschauen und auch im Museum. Das war sehr, sehr interessant. Und ich bin froh, dass ich jetzt bei der Gelegenheit auch diese wichtige Station mitnehmen konnte. Jetzt geht es gleich wahrscheinlich sehr spannend weiter, denn um
7 Uhr hier bei uns, also wir sind Deutschland eine Stunde voraus, wird das Deutschlandspiel übertragen. Das gehen wir uns jetzt alle unten anschauen. Da ist jetzt auch alles drumherum verlegt, das Abendessen und das Abendprogramm. Es wird auch dann um 22 Uhr wieder die GOP-Varieté-Show geben, die zweite. Da gehe ich natürlich auch auf jeden Fall hin. Und ja, also ich habe jetzt schon gehört, dass während des Fußballs dann sogar noch was serviert wird. Und jetzt lasse ich mich mal überraschen, was dieser Abend noch so für uns bereithält. Es geht los! Deutschland in den dunklen Trikots gegen England in Weiß. Auf geht's für unsere Mannschaft. Rein ins Viertelfinale. Guten Morgen. Wir fahren jetzt hier in die Inselgruppe der Kykladen ein. Kreisen heute Morgen vor Santorini. Es ist ein spektakulärer Ausblick gerade. Wir sind im Ägäischen Meer und das Interessante ist, dass für Santorini natürlich neben des Tourismus der Weinanbau sehr wichtig ist. Das glaubt man gar nicht, aber die Insel ist sehr, sehr grün. Ein ganz, ganz toller Ausblick, den ich hier von meinem Balkon aus hatte. Und heute ist auch schon der letzte Tag unserer Reise. Es gibt heute Nachmittag noch einen Vortrag von unserem Bordlektor. Ab 17 Uhr werden die Antigentests an Bord deckweise durchgeführt, damit wir auch morgen ausschiffen und nach Hause fliegen können. Das sind so die Eckpfeiler des heutigen Tages. Und ansonsten werde ich heute einfach noch das Bordleben genießen. Na, wen haben wir denn hier? Besuch. Jetzt gehe ich zum letzten Mal zum Abendessen auf diesem wunderschönen Schiff, bevor dann morgen die Abreise auf uns zukommt. Jetzt bleibt mir nur noch, den heutigen Abend schön zu beschließen. Später gibt es noch ein letztes Treffen mit der Entertainment Managerin, sozusagen ein Abschiedsmeeting. Und dann heißt es wieder auf Wiedersehen, MS Europa 2. Auf Wiedersehen!